Yo, moinsens, King Crafting LP. Wir sind hier in, ja, Minecraft, also eher gesagt Tacket. Ja, ein Bauwerk zeigen kann ich dir hier leider nicht, denn wie du weißt, bin ich in Tacket ein Kacknoob, das kann man wirklich so sagen. Das Einzige, was ich hier gut kann, das ist, ja, mein bekanntes Bunkern, ne? Ich bin ein Messi, ich kann ja gleich mal zeigen, was ich alles gefunden habe. Was war das denn jetzt? Oh, ich dachte, mich hätte irgendwas erwischt. Ja, ich habe Glück, hier ein Dorf, da hinten ist noch eins. Da habe ich mir auch meine Basis hingebaut. Da muss ich jetzt mal hinlaufen. Ein paar Ölquellen sind hier auch schon. Aber ich weiß halt damit nichts anzufangen. Ich kann dir ja mal zeigen, was ich bisher schon gebunkert habe. Und dann switchen wir mal zu Minecraft, denn da habe ich denn doch ein kleines Gebäude, was ich dir zeigen kann. Mann, das ist aber ein weiter Weg. Gott, da hier sieht man schon Ölquellen ohne Ende. Schlimm sowas. Und ich weiß nicht, was ich damit machen kann. Jeder, der sich in Tacket gut auskennt, wird jetzt rumjammern. Oh, so viel Öl. Mach doch was draus. Kann ich nicht. Ich habe keinen Plan, wie. Deswegen. Mann, meine Basis erreichen ist echt ein bisschen. Oh, hier ist ein Creeper explodiert. Oh, nice one. Ja, da sieht man das zweite Dorf, da bin ich gespawnt in der Nähe und da habe ich mir noch gleich mein Lager errichtet. Jetzt weiß ich gar nicht, habe ich das da unten gebunkert oder. Muss ich gleich mal gucken. Ah. Wüste, wie ich sie hasse. Ja, da geht's runter zu meiner Mine. Kann ich ja mal kurz zeigen. Einfach nur stupide nach unten gegraben. Na, da steht schon mal Crafting Table. Ne, hier war nix. Dann gehen wir mal zu meinem Lager. Ich habe schon einiges gefarmt, finde ich jetzt. Also ich weiß aber nicht, ob man daraus wirklich was machen kann. Das kannst du mir ja sagen, was man daraus machen könnte, denn ich habe echt keinen Plan. Und Zeit, das jetzt hier irgendwas zu bauen, hatte ich auch nicht. Du, wie du weißt, bin ich ja mit dem Rathaus beschäftigt und ja. Das ist schon viel Arbeit. Da habe ich nicht so ein bisschen Zeit für. Tacket, Tachchen, Chef. Ja, hier habe ich mich mal eingenistet. Gleich mal eine Doppeltruhe voll. Ja, hier sieht man, was ich habe. Ah, too many Items, das ist für mich eher störend. Ja, das sind meine Schätze. Schon ein paar 8 Dias, das ist schon eine Leistung. Nikolit. Ein paar Stacks, was man damit machen kann, habe ich keine Ahnung. Lapis Lazuli, Saphira habe ich schon ein paar. Dann Uranium-Ohr, keine Ahnung, was man damit macht. Emeralde, habe ich auch schon 10. Redstone. Tin-Ohr. Gravel. Iron-Ohr. Copper-Ohr. Gold habe ich, Iron, Silver, da haben wir auch noch was Silver, da haben wir auch noch mal Tin, Iron, Copper. Also daraus könnte man bestimmt ein bisschen was machen. Ich habe bloß gar keine Ahnung von Tacket, deswegen switchen wir nun zu Minecraft. So, und hier sind wir nun auf meiner eigentlichen Let's Show Map. Bisher noch nicht so viel gebaut. Das baut sich ein bisschen langsam auf, finde ich schade. Die Fläche habe ich dummerweise mit der Hand geebnet. Ne? Hätte ich vorher gewusst, wie das mit World Edit geht. Ja. Ärgerlich. Und hier mein bescheidenes, ja, Bauern zu Hause. Das Feld wird definitiv noch verändert. Das Problem, ich habe es schon mal verändert gehabt, aber da hat es nicht gespeichert. Es sieht mir doch zu symmetrisch aus und ich weiß nicht, den Sound habe ich glaube ich nicht an, wenn du über die Steinplatten läufst. Das ist ein bisschen nervig. Mein bescheidenes Bauernhäusli. Können wir uns ja mal angucken. Bin ja sonst nicht so bescheiden. Das Rathaus ist dagegen ja echt pompös. Das bescheidene Wohnzimmer. Das sieht jetzt natürlich ein bisschen anders aus, als ich das gebaut habe. Jetzt mit dem Texture Pack sieht es nicht so toll aus. Aber ja. Janina Craft, das ist nicht das, was ich wollte. Eine Musikanlage passt jetzt nicht zum altertümlichen Bauernhaus, aber ja, muss da auch rein. So.
Ja. Erstmal fangen wir an. Mein bescheidener Keller. Also Lagerraum, sieht man schon. Sehr bescheiden. Geht einmal außen rum. Da kannst du wirklich alles lagern, was du brauchst. Ich glaube, die Kisten, die kriegt man auch gar nicht voll. Also könnte man schon voll kriegen, entweder mit Creative, da sich die Kisten voll machen, oder wenn du selber farmst, ja, dann viel Spaß. Das wird sehr lange dauern. Außer du packst da nur Kobbel rein. So, hier sind wir im ersten Stock. Eine dezente Küche. Kann man sehr viel zubereiten. Hier Sitzgelegenheiten. Ja. Hier oben hat man noch einen schönen Ausblick auf den Kamin. Hier kann man auch noch mal schön rausgucken. Geht auch außen rum. Da will ich jetzt aber nicht rauslatschen. Bin ich zu voll für. Dann gehen wir mal ins Dachgeschoss. Mann, verdammt. Ja, das sieht ein bisschen merkwürdig aus in den Texture Effects. Das muss ich nur wiederholen. Ich habe es, glaube ich, mit Honeyball gebaut. Und jetzt habe ich das ja in NinaCraft drin. Da sieht es ein bisschen anders aus, als ich mir das gedacht habe. Vor allem mit den Bildern. Die sind nicht so schön wie in dem anderen Texture Pack. Aber ich war jetzt noch ein bisschen zu faul, das Texture Pack dafür zu wechseln. Vor allem das Bild sieht ein bisschen doof aus. Hier nochmal, ja, sowas wie die Chill-Out Lounge. Man kann hier so ein bisschen am Kamin sitzen, lesen, wenn das ginge. Leider kann man hier keine Bücher rausnehmen. Was ein geiles Feature wäre. Ja, und damit wären wir hier schon durch beim Haus. Ach ja, nee, noch nicht. Hier. Mein Badezimmer ist sehr bescheiden. Die Toilette ist wirkt ein bisschen, ja, sehr groß. Das ist auch eher so Pool-like, aber man hat den schönen Ausblick aufs Feld. Und ja, nee, nicht ganz. Werde ich euch gleich zeigen. Oder dir gleich zeigen, ja gesagt. So. Dann gehen wir mal hier wieder raus. Verdammt. Ich hätte Lift einbauen sollen. So, also wie wieder draußen. Ja, gehen wir mal in den Cheat Mode. Ja, dann hier noch die Scheune, aber vorher gucken wir uns das Gebilde an. Und das ist definitiv nicht von mir, wie du schon erkennen kannst. Ich sag bloß Church Katras, dann weißt du schon, was ich meine. Das habe ich definitiv nicht gebaut. Das sieht aus wie ein Gefängnisturm. Also, passt nicht hier so richtig rein. Die Person, die das gemacht hat, wird das aber hoffentlich noch verändern. Ja, hier sind meine Tiere oder auch nicht. Wo sind die ganzen Tiere hin? Verdammt. Ach, die sind jetzt alle da. Und wo sind die da? Sind die rausgelaufen? Scheinbar schon. Ja, Scheune. Dann, verdammt. Hier so ein bisschen Heuballen-like. Kann man in Minecraft natürlich leider nicht so richtig machen. Dann fliegen wir mal. Hier oben noch ein kleines Lager. Ich weiß, ich habe es mit den Lagern übertrieben. Hier draußen kann man auch schön sitzen. Leider sieht man die Tische, also die Redstone-Lampen-Tischen. Aber hier kann man dann sitzen und sich die Landschaft angucken, die noch nicht so fertig ist, wie ich sie gerne hätte. Das wird auch noch lange dauern, aber ich bin ja auch mit dem Rathaus beschäftigt. Was dann doch ein bisschen größer ist. Ich kann es nochmal von oben zeigen. Das Dach, wie das aussieht. Das ist so gebaut, das andere ist fast so ähnlich gebaut. Ja, ich hoffe mal, dass dir das gefallen hat. Das kann ich eher als Tacket. Ich bin halt mehr der Gebäudebauer. Kleines Wortspielbauer. Und ja, bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Ich verabschiede mich und ja, wir sehen uns ja demnächst. Ciao.